Hallo ihr Lieben, hier ist die Nathalie wieder mit zwei neuen Karten fürs Wochenende. Und zwar für den 18. und 19. Februar 2012. Sorry, gestern gab es kein Reading. Ich habe es zeitlich leider nicht untergebracht. Es wäre ein bisschen zu spät geworden alles. Aber jetzt bin ich heute wieder da. Und das Thema scheint heute sehr eindeutig zu sein. Fürs Wochenende natürlich wieder Zeit zur Erholung, wie passend. Die lieben Feen wollen uns ein bisschen rausschicken. Und ich lese dazu wieder vor, was im Buch dazu steht. Du brauchst Zeit für dich, weg von anderen Menschen und dem Lärm der Umwelt. Selbst eine kurze Erholungspause wäre jetzt äußerst erfrischend für dich. Zuweilen sind wir uns der schädlichen Wirkungen von Stress in unserem Leben nicht bewusst. Wir gönnen uns so sehr an, oder wir gewöhnen uns so sehr an den ständigen Aufruhr, dass wir nicht merken, wenn unser Körper uns sagt, dass er überlastet ist. Zu den entsprechenden Symptomen zählen Krankheiten, ungewöhnliche Müdigkeit, Suchtverhalten, Schlafstörungen und Gereiztheit. Durch diese Karte wirst du aufgefordert, deinen Körper und deine Seele zu würdigen, indem du Zeit alleine verbringst, und zwar so bald wie möglich. Das kann bedeuten, dass du dich an einen stillen Ort des Schweigens zurückziehst, einen Tag an den Ufern eines Sees, am Strand oder in den Bergen verbringst, einen langen Spaziergang machst, ein Schild mit der Aufschrift "Bitte nicht stören" an deine Tür anbringst, ein Nachmittagsschläfchen hältst, dir ein ausgedehntes, duftendes Bad gönnst oder dein Lieblingsbuch liest. Unabhängig von der Art und Weise, wie du deine Zeit der Ruhe verbringst, bitten dich die Feen, dieses Versprechen dir selbst gegenüber ohne Verzögerung einzuhalten. Die Affirmation dazu ist: Ich gebe mir jetzt selbst die Erlaubnis, innen und außen still zu sein. Mein Geist ist ruhig und ich genieße meine eigene Gesellschaft. Also, passender geht's fürs Wochenende eigentlich jetzt gerade mal gar nicht. Ganz wichtig ist jetzt wirklich dieses sich zurückziehen, denn da seid ihr wesentlich besser in der Lage, euren Geist zu klären, und das ist jetzt gerade mal sehr, sehr wichtig. Sie sagen mir auch, es ist ganz wichtig im Moment, sich zu entgiften. Ihr seht hier das Wasser, den Wasserfall, hoffe ich jedenfalls. Und das Wasser zeigen sie mir heute auch ganz besonders. Sie sagen, es ist ganz wichtig, sich zu erholen, sich zu regenerieren, die Batterien aufzuladen. Vor allem eben sich zu entgiften, und gerade mit Wasser. Das heißt innerlich mit viel trinken bitte. Gutes Wasser trinken, achtet drauf. Und auch äußerlich mit Salzbädern und dergleichen, oder schwimmen gehen oder ausgedehntes Duschen. Es ist wirklich so, dass momentan eine ganz große Zeit der Heilung ist, dieses Wochenende. Die Heilungsenergie oder die Energie der Heilung ist völlig unübersehbar. War die Woche auch immer mal wieder der Fall. Und jetzt, wir haben es hier auch mit der zweiten Karte, die da heißt Wundersame Heilung. Die betont das Ganze nochmal, es wird jetzt ganz viel an Altfeldern geheilt, was wunderbar ist. Wenn ihr euch vielleicht selber betrachtet oder auch Menschen in eurem Umfeld, momentan sind wieder ganz viel Themen aus eurer Kindheit, aus früheren, ja zum Teil eben auch mitgebracht aus anderen Leben oder aus der Kindheit oder aus, ja, einfach alte Themen, die sich jetzt wieder zeigen, die sich auch auf der Symptomebene ganz gern zeigen, also sprich körperlich. Dinge, die ihr vielleicht, oder Symptome, die ihr vielleicht als Kinder hattet, tauchen plötzlich wieder auf. Alte Situationen fallen euch plötzlich wieder ein. Ihr werdet im Außen unglaublich oft konfrontiert oder möglicherweise relativ häufig konfrontiert mit Situationen, Reaktionen anderer Menschen oder Reaktionen von anderen Menschen, die euch sehr wieder an euer Grundthema erinnern, an irgendetwas, was ihr aus der Kindheit schon mitgebracht habt. Das kann wirklich zum Teil recht anstrengend sein, sich damit wieder auseinanderzusetzen. Aber jetzt wollen sie sagen, jetzt ist die Zeit, wo ihr diese Dinge wunderbar heilen könnt, beziehungsweise wo einfach die Energie stimmt, und wo jetzt, ja, ihr habt jetzt wirklich eine wunderbare Möglichkeit im Augenblick, die Dinge zu heilen. Und die Lieben aus dem Universum sind generell da und helfen euch, wenn es euch mal nicht so gut geht, wenn ihr
vielleicht nicht ganz so tolle durch ganz so tolle emotionale Zeiten geht im Augenblick. Das kann durchaus sein, dass euch mal so eine alte Traurigkeit überfällt und ihr wisst eigentlich gar nicht so recht, wo kommt es denn jetzt gerade her. Das sind oft wirklich alte Themen. Lasst euch da nicht verunsichern. Ihr braucht auch nicht an euch zweifeln, wenn ihr plötzlich so merkwürdige emotionale Regungen habt. Es ist wirklich was, was jetzt hochschwappt und was heilen möchte. Und was ihr durch dieses viele Trinken, durch dieses Baden, Duschen, Schwimmen, euch irgendwo in die Nähe von Wasser begeben, was ihr da unheimlich unterstützen könnt. Sie sagen, ans Meer gehen. Ja gut, ich denke mal, die wenigsten, die hier zuhören, sitzen wahrscheinlich direkt am Meer. Wir sind hier gerade mal im Winter unterwegs und da setzt man sich jetzt gerade auch nicht stundenlang an ein Bächlein hin, im Normalfall. Aber wirklich nutzt einfach die Möglichkeiten des Badens und des viel, viel, viel Trinkens. Das unterstützt einfach die ganzen Altfelder bei der Verabschiedung. Und dann geschieht wundersame Heilung. Die rechte Karte kommt da gleich ins Spiel. Und ich lese auch da vor, was im Buch dazu steht. Erwarte ein Wunder. Du hast um Hilfe gebeten und sie ist auf dem Weg. Je vollständiger du deine Situation Gott überlässt, desto schneller wird die Heilung eintreten. Die himmlischen Mächte sind auf deiner Seite und deine Gebete sind erhört und beantwortet worden. Du musst nicht betteln oder den Himmel anflehen, dir zu helfen, da deine Situation in Wahrheit bereits geheilt ist. Die geheilte Realität ist eine von mehreren parallelen Wirklichkeiten, die dir gegenwärtig zur Verfügung stehen. Du hast die Wahl, durch deine Gedanken, Emotionen und Intentionen die für dich beste Realität zu verwirklichen. Du kannst die geheilte Situation durch Vertrauen, Glauben und Dankbarkeit erreichen. Um diese starken katalysierenden Gefühle zu erfahren, sage innerlich oder laut zu Gott: Ich bin es müde, über diese Situation nachzudenken. Ich möchte nicht mehr länger damit zu tun haben. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du alles erledigst. Dann löse dich vollständig von der Situation, sieh dich selbst, wie du sie in Gottes liebende Hände legst. Empfinde Dankbarkeit, dass deine Situation jetzt gelöst ist und sei offen für die kreative Lösung, die sich jetzt dir bietet. Affirmation dazu: In Wahrheit sind alle Menschen, auch ich selbst, in diesem Augenblick heil. Ich konzentriere mich auf diese Wahrheit statt auf die Illusion der Angst. So, ihr Lieben, in Verbindung mit der ersten Karte soll das Gesamtthema fürs Wochenende eben sein, dass ihr euch reinigt, dass ihr wirklich zulasst, dass diese alten Felder euch verlassen, dass ihr dadurch ganz klar werdet im Geist und dass ihr diese Heilung auch dadurch unterstützt, diese alten Toxine, diese im Körper sich zum Teil abgesetzten Toxine, die ihr vielleicht durch Nahrung zu euch genommen habt, die aber dadurch sich in eurem Körper auch breit machen konnten, dadurch, dass ihr einfach in eurem Gedankengut vielleicht nicht so ganz klar wart, dass da eben so alte Themen sich noch getummelt haben oder sich noch tummeln und die sorgen wirklich dafür, dass ihr im Körper einfach Energieblockaden bekommt. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass ihr euch von diesen alten Giftstoffen, also von diesen negativen alten Gedankenmustern trennt und dass ihr die wirklich gehen lasst. Und während dieser Erholungsphase seid ihr auch wieder viel mehr in der Lage, euch dabei zu beobachten, was ihr eigentlich den ganzen Tag denkt. Das wollen sie euch ans Herz legen. Tut es mal und stellt, sobald ihr feststellt, ihr habt wieder irgendein negatives Muster ausgepackt, das ihr vielleicht bisher gar nicht bemerkt habt oder das sich dann ewig wieder in der Wiederholungsschleife befindet, stellt's um, sucht euch den nächstbesseren Gedanken und denkt euch wirklich in eine ganz, ganz positive Richtung, kommt jetzt, ganz wichtig. Und diese wundersame Heilung kann dann ganz, ganz, ganz toll stattfinden, wenn ihr wirklich gewillt seid und euch ganz klar dazu entscheidet, das olle Zeug rauszuschmeißen, wenn ihr euch Zeit für euch nehmt und dann eben auch merkt, wo diese ängstlichen oder sorgenvollen oder schuldgeladenen oder zweifelnden oder hoffnungslosen
Ich könnte jetzt endlich endlos weitermachen. Gedankenmuster, da ihr Unwesen treiben, wenn ihr das wirklich bereit seid abzugeben und rauszuschmeißen, euch dabei auch helfen zu lassen, dann kann da einfach im Hintergrund an, ja, wie soll ich sagen, angezettelt von der oberen Etage im Universum, kann da Wunderbares passieren, wird auch passieren, ist angekündigt und sie legen euch einfach ans Herz, die Lieben im Universum dadurch zu unterstützen, dass ihr euch wirklich von dem alten Schlacken, sei es jetzt psychisch oder physisch, befreit und dann seid ihr ganz klar und ihr werdet sehen, dass da wieder einiges übers Wochenende in Heilung gehen kann und das ist grandios. Wir machen zuweilen wirklich vielleicht unmerkliche Schritte nach vorne, aber die Schritte passieren, sagen sie. Es ist auf jeden Fall ein Fortschritt da. Bleibt dabei, euch zu beobachten, bleibt dabei, das Alte rauszuschmeißen, bleibt dabei, den Fleiß, sagen sie jetzt, aufzubringen, eure Gedanken umzustellen, peu à peu. Das geht nicht von heute auf gleich und wenn ihr jahrzehntelang euch in negativen Gedankenmustern, also natürlich nicht immer um Himmels Willen, aber doch vielleicht ein bisschen häufig in negativen Gedankenmustern getummelt habt, dann geht das die Umstellung natürlich auch nicht von heute auf gleich. Logisch, das ist ein Übungsprozess und es ist auch wirklich konsequentes Umstellen erforderlich und einfach auch Fleiß erforderlich. Und der Fleiß lohnt sich aber. Also die Mühe, sagen sie, lohnt sich ganz, ganz, ganz extrem stark. Und ihr werdet peu à peu sehen, wie sich die Dinge und eure Umwelt, die Situationen, in die ihr reinkommt, sich umstellen und zum Positiven wenden. In jeder Hinsicht. Also. Und das legen sie euch für dieses Wochenende jetzt gesamt mal ans Herz. Ich schließe mich da an. Ich werde definitiv mich auch sehr ausruhen dieses Wochenende und werde da auch sehr in mich gehen. Freue mich jetzt schon drauf und werde da sehr rausgehen. Ich lege es euch sehr, sehr ans Herz. Geht raus. Sie betonen es nochmal, raus mit euch. Und genießt es wirklich und seid euch einfach dessen bewusst, dass es euch in dem Moment, in jedem neuen Moment wunderbar gut geht und dass bei positiven Gedanken gut das Ganze sich in die positive Richtung drehen muss. Das ist Gesetz. So, ihr Lieben, und dann verbringt jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich tue es, wie gesagt, auch und dann freue ich mich natürlich wieder auf euch und auf Montag. Tschüss!